Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei einer neuen Folge Fußballmanager 22 mit den Hamburger SV. Es geht rein in den 21. Spieltag gegen Darmstadt. Wir haben letzte Episode ein paar neue Spieler geholt, unter anderem Philipp Hoffmann haben wir geholt. Clara kam schon am Anfang der Wintertransferperiode zu uns und Rodrigo Salazar haben wir gekauft. Und die Formation hat sich verändert. Wir spielen quasi eine 4-2-4-Variante. Weil defensiv sind wir super gestanden, nur offensiv haben wir nichts gemacht. Und ich hoffe, dass es so jetzt um einiges besser funktioniert und dass wir auch mit dieser Mannschaft und dieser Aufstellung den Aufstieg perfekt machen können. Weil aktuell ist der jetzt nicht so gut. Wir sind auf Platz 6, haben 9 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Das heißt, wir brauchen definitiv eine Siegesserie. Und Siri ist auch noch gekommen. Da habe ich mir gedacht, okay, ganz ehrlich, ich brauche Erfahrung. Ich möchte Erfahrung haben. Wird auf jeden Fall dieser jungen Mannschaft jetzt nicht schaden. Und ich glaube, dass Siri und Salazar auf jeden Fall gut sein können, sagen wir mal so. Dann möchte ich nicht lange schnacken, gehen wir rein in den Spieltag. Unter der ersten Folge wurde geschrieben, dass ich nicht so krass simulieren soll hier zwischen den Sachen. Deshalb denke ich mir, okay, gehe das Ganze mal etwas langsamer an. Man kann hier auch auf alles schauen. Aber da möchte ich dann ganze Textblöcke haben, weil sonst dauert es etwas zu lange. So. So, erste Chance kommt für Darmstadt, aber Daniel Heuer-Fernandes taucht ab und hat den Ball. Dadurch werden die Folgen etwas länger, allerdings wird es dann auch nur 2 Spieltage oder 3 Spieltage pro Folge geben. So, komm, dann geht's mal rauf hier. Mach mal was. Wie sieht die Statistik aus? Aktuell ist Darmstadt hier, wie man sieht, in Blau vorne. Aber wir kommen jetzt halt mit einer Riesenchance und das ist ein Tor. Philipp Hoffmann hat es geschossen. Sehr, sehr nett. Jetzt hat es jetzt hier. Michael Seri legt schön für Sonny Kittel, aber der verzieht. Und Philipp Hoffmann startet genau im richtigen Moment und rutscht auf den nassen Rasen zusammen mit dem Ball über die Torlinie. Sehr, sehr nice. Nur nicht nachlassen. Und da hat es einen guten Angriff gegeben für Darmstadt, aber der Stürmer war zu unkonzentriert. Freistoß aus 28 Metern von Leibold, da aber der Darmstädter Keeper kann zur Ecke abwehren. Und jetzt hat die darauf folgende Ecke. Wie sieht es da aus? Ne, wurde instant geklärt. Alles kein Problem. Ich sehe gerade hier, die Frische unserer Defense ist jetzt nicht so toll. Jetzt hätte ich vielleicht doch den einen oder anderen Spieler auswechseln können. So, komm, weiter drauf gehen. Wir sind jetzt in einer guten Phase. Der HSV ist gut in der Defensive. Ja, das weiß ich selber. Wir haben gerade mal 10 gegen... Nein, nicht so Tore. Wir haben 18 Tore bisher kassiert. Bestwert. Allerdings haben wir auch nur 28 geschossen. Deshalb möchte ich diese Offensivpower. Nächste Chance. Mitrovic. Aber daneben. So, kommt's. Jetzt sind wir in der Überzahl. Wir haben 57% Ballbesitz. Wir sagen, warten wir jetzt noch eine Chance ab. Und dann simulieren wir bis zur Halbzeit. Und Kittel versucht direkt, aber über drüber. So, dann die letzten 10 Minuten. Er hat es einen Ausgleich gegeben, 1:1. Okay, dann gehen wir hier rein, tun mal ein bisschen massieren. Loben Joshua Wagnermann und Philipp Hoffmann, die bisher ein gutes Spiel gemacht haben. Und den Rest motivieren wir. Und ab geht's. Ach, schau einer, Klaus-Gerd Jubler, Ex-Hamburger, jetzt spielt gegen uns. Wir bekommen die nächste gute Chance, aber wir sehen direkt hier eine Glanzparade von Morten Behrens. Ja, wenn man sich insgesamt die Statistik anschaut, wir haben auf jeden Fall viel mehr Chancen. Deshalb ist es traurig, dass es
nur 1:1 steht. Jetzt hat die nächste Chance für uns. Eine gute Chance und da fällt das 2:1 durch Aleksandar Mitrovic. Nach einer Ecke steigt Philipp Hoffmann hoch und kommt nicht an den Ball. Und da ist die Chance für Aleksandar Mitrovic. Dieser legt sich quer in die Luft und nimmt den Ball Volley. Wow. Sehr, sehr schön. Aber weiterhin Konzentration, Jungs. Nicht wieder hier irgendwas im dummen Gegentor zu kassieren. Und die Gangart wird rauer und da verletzt sich Siri. Okay, da, Siri kommt raus, dafür kommt Guarin rein. Den haben wir als vereinsloser Spieler zu uns geholt. Ja, ich darf jetzt nicht hier irgendwas zwischenrufen, weil sonst wäre ich noch ausgewechselt. Wir springen ein bisschen nach vorne. Nächste Chance, aber geht nicht rein. So, jetzt mal generell auswechseln. Tim Leibold ist ziemlich am Ende mit seinen Kräften. Da geht Wagner ran auf die andere Seite rüber und Jan Jamra kommt rein. Ali Du darf rein für Kittel. Und ja, David kommt für Clara. Oh, jetzt hat sie fast was gedrückt. Ja, da wären wir auf jeden Fall auf die Tribüne gelandet. Muss warten, bis hier die Anzeige wieder quasi nach unten geht. So, wir haben unsere Auswechslung getätigt. Ein kleines bisschen tun wir nach vorne simulieren. Bis zur 70. Minute jetzt kann man nicht nur Auswechslungen. Komm, drauf gehen. Nicht hier jetzt irgendwie noch ein Gegentor kassieren. Das wäre gut. Das wäre auf jeden Fall ein sehr schöner Anfang. Und die nächste sehr große Chance für uns. Aber eine Glanzparade von Morten Behrens. Was hat der eigentlich für eine Note? Der muss doch safe eine 1 haben. Ja, eine 1,5. Die 100%ige Chance für den Hamburger SV. Konter von uns über Farid Alidou liegt über zu Rodrigo Salazar, der aber aus 16 Metern nicht überwinden kann. Ja, schade. So, wir simulieren wieder etwas weiter. Komm, Konzentration, Jungs, ne? Nicht nachlassen. Wenn wir wieder hier meine Mannschaft haben. So, 84. 85. nochmal eine Chance für Darmstadt und wir sparen Übles. Warum sage ich das? Das war jetzt gerade irgendwie so typisch HSV. Ja. Schade, schade. Simulieren wir zum Ende die 5 Minuten. Und Bakary Yatta in der 88. Minute macht das Tor. Krass. Okay, wir haben es gerade nochmal so gerettet. 2:3. Irgendwelche besonderen Ergebnisse? Nicht wirklich, außer dass Regensburg gewinnt. 4:2 gegen Schalke, das ist sehr, sehr wichtig für uns. Generell, alle vor uns haben gepatzt und die zwei hinter uns haben gepatzt. Also sehr, sehr guter Spieltag auf jeden Fall für uns. Und in der Statistik ist Mitrovic mit von der Partie. Und unser Neuzugang Salazar. Sehr, sehr schön. Und wir gehen jetzt rein in den nächsten Spieltag. Der 22. Spieltag ist der Hamburger SV gegen 1. FC Heidenheim. Wird ein wahrscheinlich schwieriges Spiel. Viele Leute waren auf der Länderspielreise, unter anderem Joshua Kloman für die U21. Wer ist das denn nominiert? Ja, er ist nicht mehr im Team. Okay, jetzt sogar gar nichts. Ja, Heidenheim. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, weil Heidenheim für uns in die letzten Jahre in Real Life immer ein sehr, sehr schwieriger Gegner war. Deshalb, Vuskovic hat übrigens Deutsch gelernt. Ich habe auf jeden Fall eine E-Mail bekommen. Hier, lernt die Sprache. Ja, genau. Er muss anscheinend Deutsch gelernt haben. Das ist doch ziemlich schön. Das Kittel werde ich... Okay, wollte ich nicht schon. Yatta. Kann Diallo spielen für Yatta. Ja, aber Yatta kommt auf jeden Fall auf die Bank für Doyle.
Die stehen alle so ein bisschen auf dem Abstellgleis, ne? Das ist ein bisschen doof. Aber Guara kommt Reis für Doyle. Ich muss aber ein bisschen schonen. Gegen Heidenheim ist ein wichtiges Spiel. Ich schon gegen Sandhausen auf jeden Fall. Okay, dann lassen wir die Aufstellung so wie ist. Geben Kleindienst die Sonderbewachung. Hier kümmert so für euch um die Außen. Und dann geht's rein ins Heidenheimer Spiel. Ich hoffe, dass es gut laufen wird. Zum Glück sind wir nicht in Heidenheim. Das ist ja schon mal etwas. Immerhin sind sie bei uns. Und los geht's. Nur kurz die Einstellung prüfen. Ich möchte Elfmeter nicht selbst schießen. So. Oh, da gibt's gleich mal ein Event. Salazar zieht in den Mittelfeld einen Sprint an. Fasst sich an den Oberschenkel. Und er muss ausgewechselt werden. Wow. Okay, nach 2 Minuten. Eine Oberschenkelzerrung nach 2 Minuten. Da hast du dich aber nicht gescheit aufgewärmt. Möchte ich mir nur so hier anmerken. Und zieht ein Trainer nicht gerne. Ja, da gibt es erstmal schon den ersten Auswechsel. Ja. Und dafür kommt Doyle rein. Wir haben in den ersten 4 Minuten 60% Ballbesitz, gut, 4 Minuten hat noch nichts zu sagen. In der ersten Minute dann ist sie ordentlich im Biss spielen. Und der erste FC Heidenheim ist sehr offensiv ausgerichtet. Das kann ich auf jeden Fall glauben. Komm, Konzentration, Jungs. Irgendeine Chance wäre mal schön. Wir haben 2 Ballbesitz, aber Heidenheim mit der ersten Chance und die erste Chance ist dann auch gleich das Tor. Wow. Komm. Nicht nachlassen. Weiter drauf gehen. Weiter, weiter. Heide, heide. Dann geht hier jetzt nichts voran. Na, jetzt hat sie jetzt weiter. Ja, von meiner Mannschaft kommt gar nichts. Jetzt hat mal wieder eine Chance. Eine okay Chance. Diallo mit dem Abschluss, aber kann nicht den Keeper überwinden. Ah, er überwindet, aber er war im Abseits. Komm, weiter drauf gehen. Nächste Chance für den Hamburger SV und da ist das Tor. Michael Seri mit dem Tor für uns. Nice, nice. Er nickt eine Flanke von Mitrovic ein. Der Keeper sieht ganz alt aus. Wie sehen die ersten Noten aus? Doyle überhaupt nicht im Spiel mit einer 5,5. Seri mit einer 1, er hat auch das Tor gemacht. Hoffmann ist so okay. Und unsere Verteidigung allgemein ausbaufähig, sag ich jetzt mal so. So, nächste Chance für den HSV. Aber der Innenverteidiger von Heidenheim kann zu einer Ecke klären. Und jetzt hat die Ecke. Aber Norman Teuerkauf köpft die Kugel gleich wieder aus der Gefahrenzone. Okay, komm, nächste Chance. Wir sind jetzt gerade so ein bisschen Drücker. Mitrovic macht das Spiel schnell und legt den Ball nach links zu Leibold, der aus vollem Lauf hoch aufs Tor flankt, aber Müller lenkt das Leder in höchster Not zur Ecke. Und jetzt eine gute Chance nach der Ecke, aber passiert nichts. Oh, gibt es irgendwie Elfmeter? Freistoß für Heidenheim. Achso, nee. Kittel hat das Unfaire gemacht. So, dann simulieren wir bis zum Ende. Wir gehen in die Halbzeitansprache rein, kommen los, jetzt zeigt es ihnen, wir dürfen nicht nachlassen. Und Seri wird gelobt, aber der Rest wird motiviert. Ihr müsst alle eine Schippe drauflegen, kommt's weiter, Leute. Wir simulieren mal bis zur 60. Da tue ich dann wieder auswechseln. Jonas David kommt für Klara rein. Wagner Mann kommt für Jamra rein. Und Ali Du kommt für Kittel rein. Und da hat man ihn gerade gegeben. Winzheimer kommt für Hoffmann rein. So, kommt's. Oh, nee, das wollte ich nicht. Wir haben 2-1 geschossen. Okay. Manuel Winzheimer mit dem Tor. Ich wollte jetzt gerade tatsächlich nicht so durchsimulieren. Ich habe mich nur verklickt.
Wow. Wenn man fett fingert. Auf jeden Fall, wir haben 2-1 gewonnen. Schalke und Düsseldorf nur mit einem Unentschieden. Die haben sogar gegeneinander gespielt. Nice. Und Spieltagsstatistik ist Seri und Winsheimer drin. Cool, cool. Seri auf jeden Fall bisher ein voller Einschlag für uns. Und damit gehen wir jetzt halt eben in das Spiel rein gegen Sandhausen, die aktuell auf den letzten Tabellenplatz sind. Wir dürfen da jetzt nur nicht nachlassen. Und es wird dann auch das letzte Spiel für diese Episode sein. Und dann muss ich auch schauen, wie es mit der Frische ist, weil ich muss jetzt halt einfach rotieren. Weil sonst gehen meine Spiele irgendwann kaputt. So, wie sieht's aus? Ach, ich muss gar nicht mal so viel rotieren, aber ich werde es trotzdem machen. Erstmal kurz hier die E-Mails abchecken. Nichts Besonderes, außer dass der Linksverteidiger bei Sandhausen aushält, der Etat-mäßige. Doyle wird spielen für Salazar. Dann Jatta wird wieder spielen. Winsheimer spielt für Mitrovic. Muheim müsste ich auch mal wieder spielen lassen, genauso wie hier. Vuskovic würde ich gerne spielen lassen für Schonlau. Ich muss mal kurz hier reinschauen. Meine Seri wird jetzt halt mal vorläufiger Kapitän und nicht mehr Schonlau, weil Seri eigentlich als Stammspieler gesetzt ist. Und Alidou möchte ich für Kittel spielen lassen. Und dann sieht es gut aus. Dann Kallis und Benchop bekommen die Sonderüberwachung. Erstwein wird sich drum gekümmert um Conti. Deswegen schade ist, ich spiele keinen Diekmeier. Ach, schau mal an, Gianluca Gaudino. Du warst auch mal eins als großes Talent gegolten beim FC Bayern, wurde dann ausgeliehen zu FC St. Gallen, wo er eigentlich nicht wirklich was zerrissen hat und eben jetzt da ist, wo er ist. Wir verlieren das heute nicht, wir dürfen das nicht verlieren. Wir sind Aufstiegskandidat gegen den Tabellenletzten. Abfahrt, Jungs. Ich hoffe, dass Vuskovic seine Sache gut macht. Und die erste gute Chance haben wir schon mal. Aber wird abgelenkt. Ja, das wäre ein Auftakt nach Maß gewesen. Gibt es wahrscheinlich jetzt auch gleich die erste Ecke. Auf jeden Fall Philipp Hoffmann mit dem Tor. Ja, Ecke von rechts von Doyle. Relativ ungenau kommt der Ball zu Philipp Hoffmann, der bedrängt von Tim Kistner etwas in Rücklage kommt und den Ball dennoch als Bogenlampe über den Torwart hinweg und gegen dessen Laufrichtung in den Torwinkel köpft. Wow, sehr, sehr schön. Nice. So kann das doch... Das ist nach einem Start nach Maß. Erste Minute 1-0. Weiter konzentriert bleiben, Jungs. Die ersten 15 Minuten sind um. Zweite Chance für uns, aber eine Glanzparade diesmal vom Torhüter. Wir haben auf jeden Fall 60% Ballbesitz. Wir machen das Spiel. Winsheimer hatte die Chance, aber eben Nikolai Rehmen kann werden. So, nächste gute, sehr gute Chance. Ecke von Doyle. Die Ecke ist ein Tick zu kurz und kein Problem für den Rechtsverteidiger, der einen Ball auf Kosten einer weiteren Ecke klären kann. Okay, nächste Chance. Aber da hat der Torhüter sofort Aktion. Ist eigentlich Doyle wirklich der Beste, was Eckenschießen angeht? Wow. Erste Chance für Sandhausen, erstes Tor. Ja, aber das Hamburger SV köpft eine Flanke von links zu kurz in die Mitte, wo Sickinger an den Ball kommt und schießt. Conte kann den schwachen Schuss aufnehmen und unbedingt ins Tor schieben. Wow, imagine. Unsere Noten sehen an sich eigentlich gar nicht so schlecht aus, außer meine zwei Außen. Alter, sie haben sogar zwei Sechser, eine Fünf. Krass. Hier wäre sogar die Rede vom 2-1. Also wir schlafen gerade ein bisschen. Aber erstmal die Chance. Und über Riemen muss sein ganzes Können beweisen und lenkt eine hohe Flanke von Doyle
Über die rechte Seite der Latte. Winsheimer schießt hart von der rechten Strafraumkante aufs kurze Eck, aber der Torwart ist da. Jetzt hat nächste gute Chance und da ist das Tor. Jawohl. Bakariata mit den 2:1. So, letzten 5 Minuten simulieren wir zum Ende, nichts mehr passiert. Komm, wir verlieren das heute nicht mehr. Jetzt wieder die übliche Massage. Doyle wird gelobt, weil er macht ein super Spiel, genauso wie Hoffmann. Und der Rest wird wie immer motiviert. Und kommt, Konzentration, Jungs. Erstmal gibt es wieder die Chance für Sandhausen. Aber Clara kann zu einer Ecke werden. Wow, das nächste Tor. Also, was Effizienz angeht, ist Sandhausen auf jeden Fall um einiges besser als wir. 4 Chancen, 2 Tore. Wir simulieren ein bisschen nach vorne, damit ich auswechseln kann. Seri kommt raus, der scheint heute überfordert zu sein. Salazar kommt rein für ihn. Kittel kommt rein für Alidou und Vuskovic wird ausgewechselt für Jonas David und Wagnermann kommt für Jamra rein. Und Mitrovic kommt für Winsheimer rein. Hoffentlich wird es jetzt besser. Wir simulieren ein bisschen. Erstmal die nächste Chance. Gute Chance für den HSV. Aber der Innenverteidiger von denen kann zu einer Ecke abgrätschen. Möchte man nur anmerken, wir haben um einiges mehr Chancen, machen aber nichts. Es ist immer noch die Chancenverwertung, die es ist. Komm Leute, die letzten 15 Minuten. Geht nochmal drauf, gibt nochmal alles, erstmal die Chance. Guter Angriff, aber Mitrovic ist viel zu unkonzentriert und sein schwacher Schuss geht klar am Tor vorbei. Kommt, es ist Sandhausen, die sind letzter. Weil man muss auch dazu sagen, die letzten Jahre war auch Sandhausen immer wieder gefährlich für den HSV. Ich kann mich unter anderem, ich meine, es müssten 5:2 gewesen sein, als Sandhausen in Hamburg war. Das ist nicht gerade toll. Aber die nächste super Chance für den HSV wird aber nichts. Freistoß von Leibold. Komm. Leute. Wir haben viel mehr Ballbesitz, viel mehr Chancen. Irgendein Lucky Punch noch. Mitrovic, irgendwie so, keine Ahnung. Nächste Chance, HSV. Ist sogar eine gute Chance. Eine sehr gute Chance. Erneut ein überlässiger Ballversuch von Doyle im Mittelfeld zu vergehen, die Minuten. Wow, und das wird als super Chance deklariert. Okay. Mich nicht wissen, was passiert wäre, wenn das durchgegangen wäre, wäre das ein Tor dann nur gewesen. Aber es scheint. Oh, ich bin jetzt vom Platz geflogen. Wir simulieren bis zum Ende und es wird ein 2:2. Kann man definitiv nicht zufrieden sein. Wir haben es gesehen, wir haben viel, viel mehr Chancen gehabt. Aber naja, nur ein Unentschieden, währenddessen Düsseldorf eine Niederlage kassiert hat und Hannover eine Niederlage kassiert hat. Also wir robben uns trotzdem weiter ran, ne? So ist es nicht. Aber trotzdem nicht so toll. Spielzeugstatistik. Trotzdem ist Salazar und Doyle für uns Spieler der Woche. Wem geht gegen das nächste? Das kann ich hier doch bei Ergebnissen sehen. Wir spielen als nächstes Nordderby gegen den SV Werder Bremen. Das werde ich, glaube ich, sogar sagen. Hey, das ist das wichtigste Spiel des Jahres. Kann ich mir auf jeden Fall überlegen. Die Serie von Werder Bremen ist auf jeden Fall nicht gut. Nur unentschieden und eine Niederlage die letzten 5 Spieltage. Ja, mal sehen, ob wir da noch ein bisschen Salz in die Wunde reinstreuen können. Wir müssen es auf jeden Fall schaffen. Aber immerhin, 2 Siege, eine Unentschieden diese Episode ist okay. 7 von 9 Punkte Ausbeute. Natürlich wären 9 Punkte Ausbeute besser gewesen, aber ja. Was will man machen? Was will man machen? Auf jeden Fall freue ich mich, wenn ihr dann nächste Episode einschaltet, wenn es dann geht gegen SV Werder Bremen. Und bis dahin, ciao, ciao.